Willkommen zurück zu Let's Play The Witcher. Im letzten Part haben wir von einer Rüstung erfahren, die definitiv wichtiger ist als die Hauptstory. Wir haben schon einen Teil davon gefunden. Und jetzt fragen wir beim Elfenhandwerker und beim Schmied nach, ob die was darüber wissen. Ich hoffe, auf dem richtigen Weg. Ah ja, bin ich. So, Ritual des Lebens. Was ist das Ritual des Lebens? Ha! Huh. Irgendwie erwartungsgemäß, aber nice. Sehr nice. Moment. Achso, zu dem, ja. Yeah. Nevermind, nevermind. Hab nichts gesagt. So, Elfenhöhle. Ich hätte jetzt zum Schmied gehen sollen, glaube ich. So, da ist der Elfenhandwerker. Mal schauen, was der so weiß. Ja? Ich suche nach Informationen über Rabes Rüstung. Die legendäre Hexerrüstung. Sie hat einzigartige magische Eigenschaften. Ich bin ganz Ohr. Sie wurde in den Werkstätten der Gnome hergestellt, aber von Elfen vollendet. Sangesmeister Tian Sile interessierte sich für Rabes Rüstung, arbeitete 12 Tage ununterbrochen daran und begleitete jeden Hieb seines Meißels mit einem Lied der Macht. Laut der Legende sang die Rüstung im Kampf ein Siegeslied für Rabe, was seine Zuversicht stärkte und ihn beruhigte. Eine schöne Geschichte. Wisst ihr, ob noch Aufzeichnungen über diese Lieder existieren? Ich an eurer Stelle würde in Grüften danach suchen. Finde die Gruft des elfischen Sangesmeisters. Objekte, die ihm zu Lebzeiten gehörten, müssten in seinem Sarkophag oder in der Nähe liegen. Lebt wohl. Okay. Elfengruft durchsuchen? Hab ich das Teil schon? Nein. Okay, Moment. Wo ist denn hier? Die Gruft. Hier hat's 2 Gruften. Gut, kann sein, dass da jetzt was Neues gespawnt ist, was seltsam wäre. Wenn ich das richtig sehe, sind das hier Schulterstücke. Das ist so ein, nicht direkt Schulterstück, so Hals, nicht, nennt man das. Na. Das, wo das Dekolleté Teil davon ist, wie nennt man das? Ihr wisst, was ich meine. Das jedenfalls. So, wenn wir gerade eh hier sind, red mal kurz mit dem Dude. Hilfe! Oh. Neuer Plan. Dagon-Priester. Hörst du bitte auf, die Dudes zu heilen? So ein doofes Spiel. Fühl dich frei, was anderes zu machen, Alvin. Aber erstmal. Brauche ich das Stahlschwert bei denen? Wollt ja neu sehen, irgendwie wie Monster aus, aber das muss nichts heißen. Okay, sie looten Monstermaterialien. Sind wohl doch Monster. Ach ja, meine. Ich hab das geschafft. Wollt ja neu schuppen. Habe ich irgendwas dort? Gitnatsäure. Habe ich irgendwas, was nicht so selten ist? Hier, die Zaunrübenwurzel braucht keine Sau. Gib her. So, wo ist der Priester? Hoffen wir mal, dass er gerade nicht verscheucht wurde. Wieso hat die Herrin eigentlich nur in der Statue was an? Selbstredend ist er nicht da. Am Altar irgendwas Neues? Nein. Okay, dann renne ich jetzt nochmal durch die Gruft, würde ich sagen. Ich meine, so groß ist die ja nicht. Und check alles ab.
Weil ich meine, kann ja schon sein, dass es da noch was anderes gibt, was erst nachher spawnt. So funktionierte das Spiel zwar bisher nicht, wobei... Jein. Ich meine, es gab zwar schon immer mal solche Instanzen im Spiel, wo ich was schon vorher finden konnte. Wenn ich das dann aber gefunden habe, wurde es mir auch angezeigt. Ergo, das Rüstungsteil, was ich hier jetzt gerade habe, ist nicht das, was ich hier suchen soll. Oder wie soll ich das verstehen? Weil ich meine, es ist nichts im Questmarker aufgeploppt, obwohl ich dieses Rüstungsteil besaß. Kann ich es weglegen vielleicht und wieder aufsammeln? Ach nee. Kann man bei Questgegenständen nicht. Okay. Wo liegt ein Leichnam? Und Geld. Grundstoff für Tränke, perfekt. Und ja, jetzt sehen wir ja, ob hier irgendwas Neues gespawnt ist. Katze wirkt noch, sehr schön. Wie gesagt, so groß ist die ja nicht, die Gruft. Rennen wir einfach nochmal fix durch. Hier ist nur die Birne. An sich, da waren ja zwei Sarkophage. Könnte schon sein, dass in dem zweiten Sarkophag das Rüstungsteil erst ist, wenn wir die Quest vom Elfenhandwerker kriegen. Kann sein. Muss nicht. Kann sein, dass die Quest einfach nur mal wieder rumbackt. Ist ja auch nichts. Wäre ja auch nichts Neues. So, hier ist nur die Axt. Ist die besser? Ja, die ist besser. Und sieht besser aus, vor allem. Ich meine, benutzen wir die ja eh nie, aber wie gesagt, sie sieht besser aus. Den hier, da ist gar nichts mehr drin. Und hier ebenfalls nichts. Hm. Dann wohl nicht. Dann, ja, ab zum Schmied, würde ich sagen. Sonst haben wir ja keine Spur. Gut, kann auch sein, dass er mit der Gruft die andere Gruft gemeint hat. Ist gerade das, was ich denke, was passiert ist? Ich habe geträumt, ich wäre ein Hexer. Ich kämpfte gegen dieses Ungeheuer und hatte gar keine Angst. Nur Narren haben keine Angst. Die Dörfler sagen, dass Birenga Angst davor hat, einen Riesenfisch zu töten. Ihr nicht. Ich will ein Hexer werden. Glaubst du, das macht Spaß? Na klar, aber einer wie ihr, nicht wie Berenga. Hexer sind unheimlich tapfer, sie werden nie krank. Wir werden nie krank, aber das hat seinen Preis, dann sind die Schmerzen. Wirst dir gefallen, wenn du schlimme Schmerzen hast, so stimmt nicht, dass Hexer nie Angst haben. Außerdem gibt es niemanden mehr, der eine vollständige Mutation durchführen kann. Wir werden nie krank, aber das hat seinen Preis. Und dann sind da die Schmerzen. Würde es dir gefallen, wenn du schlimme Schmerzen hättest? Nein. Kann ich kein Hexer werden, ohne dass es weh tut? Nein. Dann bin ich mir nicht mehr so sicher. Sehr gut. Ui, ui, ui. Maus. Das hat sicher auch noch irgendeine Bewandtnis, was ich Alvin so alles erzähle. Sonst wäre das nicht im Questmarker. So, dann schauen wir doch mal, ob der werte Herr Schmied... Meistens sind mir auch zum ersten Mal aufgefallen gerade. Sehen ja auch interessant aus. Ja, ob der Herr Schmied uns weiterhelfen kann. Der Elfenhandwerker konnte es hier leider nicht. Vielleicht Schmied. Sollte ich umziehen. Ja? Berenga erwähnte, dass ihr die Legende von Rabe kennt. Ich weiß nichts über die Legende. Ich interessiere mich mehr für Technik. Diese Rüstung war ein Durchbruch, der nur durch Fortschritte in Metallurgie und Schmelztechnik möglich wurde. Sehr interessant. Wegen der Rüstung. Ich kann euch ihre Qualitäten schildern. Gut. Aber bedenkt, ich weiß nur wenig über Metallurgie und Schmiedekunst. Drei Elemente von Rabes Rüstung sind erhalten. Eine Schulterplatte, eine Armröhre und einen Handschuh.
Bestes Eisenerz und neueste Technik kamen bei der Herstellung zur Anwendung. Nicht diese nutzlosen Schmelztiegel aus Temerien. Die Gnome sind uns technologisch eine Generation voraus. Die haben Schmelzöfen und Gusstanks unter dem Carbonberg, von denen unsere Handwerker nur träumen können. Könnt ihr mir etwas über die Rüstung erzählen? Wie ihr wollt. Mit den erwähnten Techniken kann man Stahl herstellen, der hart und flexibel zugleich ist. Praktisch unzerstörbar. Wie gesagt, es sind nur Teile der Rüstung erhalten. Wenn ihr die ganze Rüstung restaurieren wollt, müsst ihr Ersatzmaterialien finden, sowie jemanden, der die Teile zusammenbauen kann. Irgendwelche Vorschläge? Sucht in Grüften, in denen große Ritter begraben wurden. Die Grafen der Ruiter-Dynastie sollen ähnliche Rüstungen getragen haben. Deren Teile sollte man umschmieden können. Okay. Lebt wohl. Notizen des Elfenminnesägers, Überreste von Rabes Rüstung. Kann ich jetzt die Quest markieren? Nein, warum auch? Ich könnte Rittersporn mal fragen, ob der was weiß. Wenn es um Minnesänger geht. Warte. Wieso ist das Gasthaus markiert? Ich habe doch gerade gar nicht die Quest aktiv. Oder ist der Vertrag wieder mit Julian? Das ist gar nicht so abwegig, wenn ich darüber nachdenke. Ich meine, der hat ja ziemlich viel zu melden, der Dude. Gerade gut, habe ich eine Ausrede, ins Gasthaus zu gehen, sobald der Hochzeitsgast das geschissen kriegt. Na? Nicht zurückspringen, Ladebalken, danke. Wo ist... Ach, der ist noch auf der Wiese. Geralt? Ich habe Berengars Auftrag übernommen und will das Problem selbst lösen. Wir haben ein ernstes Problem. Die Unterwasserstadt ist die Quelle für den Reichtum des Dorfes. Vor einer Weile verschwand eine Gruppe unserer Taucher. Später haben wir ihr Boot gefunden. Es trieb führerlos auf dem Wasser. Darin... Es war ein Gemetzelhexe. Jemand hatte sie in Stücke geschnitten. Dann erfuhren wir, dass die Vodianoi ein Ungeheuer anbeten, das nach Menschenblut lechzt. Sie bringen ihm auf der Insel blutige Opfer dar. Wenn ihr diese Monstrosität eliminieren würdet... Habt ihr versucht, mit den Vodianoi zu reden? Das hat keinen Sinn. Sie verstehen unsere Sprache nicht. Und die Unterwasserruinen stammen von einer Stadt der Menschen. Wir haben ein Anrecht auf alles, was dort ist. Tötet Dagon, so heißt das Ungeheuer. Das ganze Dorf wird es euch danken. Und ich gebe euch einen der Diamanten meines Großvaters. Wird erledigt. Dagon kommt aus dem Wasser, wenn Blut über den Altar fließt. Fischleute bluten ebenfalls, wisst ihr? Ich sollte Dagon erschlagen. Wie läuft es mit den Vodianoi? So einfach ist das. Geralt? Lebt wohl. Okay, achso, das ist ein Spieler. Sollen wir nochmal eine Runde Würfelpoker machen? Ach, wieso nicht? Ja. Ihr spielt also gerne. Das ist noch vorsichtig ausgedrückt. Ich liebe jede Art von Spielen, in denen es um Risiko und Glück geht. Weibliche Spieler sind selten. Genau wie Männer, die so neugierig wie Waschweiber sind. Es tut mir leid, aber wenn ihr kein Interesse an einem Spiel habt, verschwendet ihr nur meine Zeit. Die weiß, was sie will. Setzen wir mal 6. Mal gucken, ob ich es noch im Kopf habe, wie es funktioniert. Oh, wow, wir haben ja... Warte, 1, 2, 3... Oh, wir haben fast eine Straße. Sie hat 2 Paare. Passen mal. Ach so. Ich hätte erhöhen müssen, nochmal würfeln zu dürfen. Okay. Mea culpa. Ich hätte noch nie gepasst. So, wir haben ein Pair, das ist schon mal eine gute Grundlage. Und die hat eine Straße. Ja. Das versuchen wir nochmal.
Bleibt stehen! Habe ich bei diesen Profi-Gegnern eigentlich eine geringere Gewinnchance, oder? Hier schon wieder zwei Paare. So, du und du. Na, schade. Jetzt aber, komm schon, irgendwas. Die hat einen Drilling mit Sechsern. Wow. So. Jetzt aber. Komm schon. Vierling, danke. Jetzt sprech mal meine Sprache. Und ein Full House. Die Vierling ist immer ein Full House, oder? Ja, ist es. Danke. So, das ist zwei Paare. Sie hat ein Paar. Hä? Jetzt bin ich verwirrt. Ja. Ihr. Das ist noch weiblich. Genau. Es wird. Ich habe nicht ganz geblickt, wieso ich es verloren habe, aber okay. Ich würde jemand darauf hinweisen. Okay, dann gehen wir jetzt mal auf die Felder, einmal um mit Rittersporn zu reden und dann gucken wir uns auch nochmal die Gruft an, die auf den Feldern liegt. Und schau mal, was wir da so finden. Und dann bei nächster Gelegenheit gehst du zum Seeufer und auf die Insel, wo wir dann Dagon töten. So, da. Ab zu den Feldern. Oh, jetzt ist es richtig. Ne, hier immer noch nicht. Diese Masken sind sehr interessant auf diesem Weg. Markern. So, es ist Tag, das heißt, Selina wird uns mal noch nicht nerven, vermute ich. Ich habe mich geirrt. Ich möchte. Teures Edel. Ich werde ein. Nein. Okay, wo war das Erdbeerfeld? Himbeerfeld? Himbeerfeld. Hier irgendwo um die Ruine rum war das. Da? Genau, Himbeerfeld. Wo ist Rittersporn? War der nicht hier? Ha. Huh. Der hat die Fliege gemacht. Die Gruft ist wo? Bauernhof, Druidenkreis. Grabhügel. Achso, hier war das. Da war der Einsiedler. Da ist die Gruft. Dann schauen wir doch mal, ob wir in der was finden. In der waren wir nämlich nicht so gründlich. Meine ich mich zu erinnern. Okay, wenn es nur drei Rüstungsteile gibt und eins haben wir schon, sind wir auf einem ganz guten Weg. An sich vor Visima war auch noch eine Gruft. Und. Ui, upsala. Campt der am Eingang. Also manche haben echt keine Manieren. So, jetzt weg mit dir. Tschüss.
Zementaurenkiefer. Habe ich dem Hahn schon einen Zementaurenkiefer gegeben? Blüten der weißen Myrte. Ach komm, die kann weg. Alp. Oh, mehrere Alp. Sehr gut. Ein Gruppen kannst du benutzen. So, aber es gibt's hier... Alter! Ich habe nichts noch nicht aufgedeckt. Könnt ihr bitte aufhören zu dodgen, danke. Hat die gerade nicht treffen können, wenn sie in der Luft war? So, okay, mal gucken, wie viel Schaden genau ich kriege. Okay, gut, wenn ich von den höheren Kombo treffen, die kriegen sie dann doch ganz gut Schaden. Aber ich glaube, es ist trotzdem immer noch effizienter, auf gut Glück im Kraftkampfstil draufzuhauen bei einer einzelnen. Bei mehreren hat sich der Gruppenkampfstil inzwischen als sehr zuverlässig erwiesen, aber... Bei Ghoulen und Aalghoulen sowieso. Schade, dass es immer nur zwei sind. Ab drei hätte ich meinen Damage-Bonus. Hier ist aber auch nichts. Ach, hier ging es ja noch weiter. Flatterer. Garweiher. Noch einer? Ja, hier ist noch ein Aalghoul. So, kommt mal her, alle. Und hört auf zu parryen, bitte. Danke. Möglich, dass ich gerade ein bisschen greedy gewesen bin. Kraftgegner hauen ganz gut raus. Hab ich was zum Futtern dabei? Ach ja, richtig. Die ganzen Himbeeren, die ich gepflückt habe. Da war ja Knochen, brauche ich keine. Alter, du sollst den Aalghoul. Noch ein Flatterer und der Ghoul. Ach ja, habe ich den Wolfskopf verlegen lassen. Auch gut haben wir ihn wieder. Falls wir nochmal zurück nach Vizima kommen zum Jägersmann. Wir sind so vor Vizima. Da ist noch ein Alp und noch ein Zementauer. Hauen wir erstmal dich kaputt. Bevor das Alp kommt. So, jetzt Gruppenkampfstil. Dich treffe nämlich safe, weil du ein Krafttyp bist. Und hier ist der Kollateralschaden. Und bumm. Katze wirkt lange. Okay, weil wenn wir hier auch nichts ist, dann waren wir definitiv in den einzigen beiden Gruften hier am Flussufer. Gott, ist die. Alles die deutlich ausladender, diese Gruft hier. So, hier war der Schrein der Griggs. Nee, halt, falsche Kammer. Kurz die Orientierung verloren. Pardon. Das Igni-Zeichen hat ihm auch nur ein Drittel von seiner HP weggehauen. Gönn dir, Geralt. So, da waren die Griggs. Da ist eine Holzkiste. Und da ist ein Garkin. Dem sein Äußeres ist mir beim letzten Mal irgendwie gar nicht so richtig aufgefallen. Aber der hat eine sehr interessante... Ein sehr interessantes Designer, der Typ. Dem hängt das Gehirn aus dem Schädel raus. Manch einer würde auf diese offensichtliche Schwachstelle hauen, aber zu denen gehört Geralt wohl nicht. Na komm, darauf noch eine Himbeere. So, ist hier ein Stück Rüstung drin? Nee, aber ein Fisch. Der könnte noch gut kommen. Was ist hier, was ich nicht mitnehmen kann? Krakenspeichel. Nee. So, und jetzt noch hier lang. Na komm, irgendwas. Nein, nicht irgendwas. Okay. Alp, was willst du denn? Egal, muss ich mal um den Alp hinter mir zu verprügeln. Die Alp hinter mir zu verprügeln.
Denn sobald drei um mich rum sind, knallt der Gruppenkampf viel raus, dass alles zu spät ist. Da auf eine Himbeere. So, noch einer. Hier sind ein Haufen Sarkophage. Und ein Haufen Garweiher. Ein Glück, dass die anfällig gegen Einäscherung sind. Das macht das starke Silber ziemlich nützlich. Die Sarkophage kann ich aber alle nicht looten. Schade. Okay, einen Raum haben wir noch. Kann ich auch ein Ritual des Lebens durchführen eigentlich? Nee. Okay, schade. Das heißt dann wohl, dass wir in jedem größeren Gebiet nur ein Rüstungsteil finden können vielleicht? Weil ich meine, es gibt nur die zwei Gruften hier. Abgesehen davon, dass ich mir sowieso relativ sicher bin, dass ich relativ gründlich alles abgesucht habe. Das ist arg viel Optionen haben wir sowieso nicht. Na gut, dann gehen wir jetzt zum Flussufer und killen Dagon. Warte, das ist falsch. Hier lang. Im Ernst? Na komm, friss meinen Igni. Na. Ja. Definitiv effizienter. Ja, schick das Schwert weg. Er kann auch pingelig sein. Kann spielst gleich Selina wieder an. Da auf eine Himbeere. Oh, hey. Hallo, Selina. Wo sind wir denn gerade überhaupt? Da. Ich will nicht. Ich könnte den einen Siedler noch fix fragen, wenn wir gerade sowieso hier sind. Ich meine, wehtun tut's nicht. Ist ja direkt hier. Zumindest sofern ich es schaffe, durch den Zaun durchzukommen. Okay, dann halt so rum. Ja, ein Siedler. Jetzt ist der drin, weil es Nacht ist, oder was? Na toll. Meditieren wir kurz. So. Wird er hoffentlich wieder da sein. Ah ja, besser. Wie kann ich helfen? Wann? Ich? Ein Ungeheuer? Wieso kommt ihr am Tag zu mir? Nerv mich nicht. So, kann ich das hier looten, ne? Genau, ich habe jetzt nämlich... Ah, okay, das war lame. Wie kann... Darf ich euch etwas fragen? Was möchtet ihr wissen? Oh Gott. Warum ist die Herrin des Sees skeptisch, was die Suche nach dem Heiligen Gral betrifft? Viele edle Ritter suchten nach dem Gral und vernachlässigten ihre Rolle als Hüter von Frieden und Gerechtigkeit, unter Anleitung des Königs der Fischer und der Herren des Sees. Jetzt ist der König der Fischer verstummt und die Ritter sind alle fort. Die Herren... muss sehr einsam sein. Aber sie ist eine Göttin.
Ihr wisst nichts von der Einsamkeit einer Göttin. Glaubt ihr, Göttinnen könnten nicht einsam sein? Letztlich haben uns die Götter nach ihrem Ebenbild erschaffen. Okay, was erklärt das mal? Darf ich euch etwas... Was möchtest du? Haben wir schon gefragt. Okay, dann bis zum nächsten Mal. Ciao.